keep up. How many times are you going to get pissed at me this week? That depends on you and how well you do in this phase of the test. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back, and she's also super-sized. We don't know for how long. Exactly why it's time to have fun. David might be a douche, but you did steal his gun. Is everybody armed in Arcadia Bay now? Only the ones who shouldn't be, like Step Dildo. Until now. I'm not in the revolution yet, Che. You are the revolution, Max. So we should figure out how to best use and abuse your power with a test. Drink? Yuck. You are so cute. You haven't changed a bit. Okay, let's do this. Can you find 5 bottles while I prep the shooting range? Beer and guns? Nice combo. You can handle it. Now go find us 5 bottles. Pretty please. Ja, wenn es denn sein muss, und damit herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. Ich soll 5 Flaschen sammeln, dann ist im Schrotthaufen hier, sollte das ja möglich sein. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auf Flaschen zielen und werden somit unsere Kraft dann wieder reparieren oder was weiß ich. Patronenhülsen liegen da hinten rum. Wir gucken uns natürlich jetzt erstmal hier in Ruhe um. Those shells look fresh. Ja, Chloe hat bestimmt hier schon des Öfteren gespielt. Ich muss mal eben kurz gucken, was für Bilderlichs wir noch machen können. Hier gibt es nämlich bestimmt was. Ja, das hier zum Beispiel, wenn sie die Waffe hochhält, muss ich mir merken. Dann muss ich gucken, ob hier irgendwo so ein Schild 142 ist und vielleicht sehe ich im Hintergrund ein Reh. Die 3 Dinge und vielleicht auch noch das sollten wir hier eventuell finden. Wenn wir uns denn in Ruhe umschauen werden. Mal gucken. Da sind ein paar Spritzen, da komme ich aber gerade nicht ran. Ich laufe mal hier hoch. Jetzt könnt ihr irgendwo ein blödes Reh sein, mich doof angucken. Und ich könnte ein Bild davon machen. Deswegen schauen wir uns auch ruhig mal hier draußen noch ein bisschen um. Wir haben ja Zeit. Ein Football. The Bigfoots were here. Die Bigfoots. Ja, sieht schon stylisch aus mit dem Schiff in der Mitte. Muss man ja zugeben. So, es kann sein, dass wir heute ein paar, oh, guck mal, ein paar Hintergrundgeräusche haben. Ich hoffe, man hört es nicht, weil wir haben hier Arbeiter, die wollen irgendwie hier die Tür auswechseln, also die Haustür und ja, das macht halt Lärm. Aber ich glaube, das Mikrofon wird das für euch dämpfen. Oh, gross. So disturbing to see old syringes on the ground. Na gut, ich habe schon Schlimmeres auf der Welt gesehen, wie Spritzen. Was steht denn da? Egal. Da, ein Brett. Ich habe ein Brett gefunden, Leute. Hm. I could use this board as a bridge. Doesn't look too heavy. Gut, ich weiß zwar nicht, warum du eine Art Brücke bauen willst. Willst anscheinend auch nicht, weil nehmen kann ich es nicht. Okay, dann gucke ich mich erstmal ganz normal noch um. All this rusted metal makes me feel serene. Am I morbid or just goth? So. I don't want to go that way. Das habe ich mir schon fast gedacht, Max. Aber testen muss man es ja dennoch. Guck mal, weil du dich umgedreht hast, habe ich jetzt das hier gefunden. Aber das interessiert niemand. Juliet und Zachary. Love forever. Ah ja. So, oh, hallo. Das hätte aber jetzt auch schief gehen können, oder? So rein theoretisch. Ich jetzt da drauf. Hätte ich jetzt gerne mal ausprobiert. Ich kann doch auf die Schienen, oder? I don't want to go that way. Ah ne, kann ich nicht, okay. Gut. Wir werden hier noch ein bisschen verweilen. Ein Graffiti. Thanks for the tip. Eat shit and live. So, ich gehe mal da rein. Ja, noch keine einzige Flasche gefunden, ne? Ist 5 Stück. Ich hoffe, die sind alle auf einem Haufen. This looks like a graffiti museum for Chloe and Rachel. Ach so, I ja. I can find out more about Rachel here. Oh ja, das kann natürlich sein.
Rachel, Chloe. Aha, Rachel war die bessere Dartspielerin, eindeutig. Och, ich will auch mal wieder Dart spielen. Lang, lang ist her. So, ein paar Magazine. Kind of hurts. Ah, Chloe und Rachel. Freundschaftsarmbänder. Das war ja eine Zeit lang sehr in Mode. Ich glaube mittlerweile gar nicht mehr, ne? They really were besties. I could have been me instead of Rachel. Tja, aber du hattest halt andere Pläne. Now, what's up with this weird secret relationship? Sounds like Rachel was confused about it, maybe even ashamed. I wish she named names. I better not show this to Chloe or she will be seriously hurt. Ah, oh, ich hab mir gerade weh gemacht. Ja, beim Zocken kann man sich weh machen. Wir lesen das mal. C, also an Chloe wahrscheinlich. Du weißt nicht, wie sehr ich möchte, dass du diesen Brief liest, da ich mir den Arsch aufgerissen habe, ihn dir zu bringen. Vielleicht möchte ich auch nur, dass du ihn findest, wenn ich nicht mehr da bin, dass wir nicht mehr darüber reden müssen. Und ich möchte nicht, dass du mich dafür hasst. Wo soll ich anfangen? Ich habe vor kurzem jemanden getroffen, der so anders ist als diese lahmen Vortex-Club-Snobs. Ich weiß, dass du ausrasten würdest, wenn ich es dir erzähle und denken, dass er grob wäre, aber ich schwöre, dass er vernünftig und konventionell ist. Irgendwie erschreckend, aber nicht auf diese Bad Boy-Art. Er macht gerade echt eine beschissene Phase durch. Ja, ich bin irgendwie besessen. Ich würde es dir nicht verübeln, wenn du ausrastest. Vielleicht hast du recht und es sollte mein Geheimnis bleiben. Ich hasse mich dafür, das nicht ins Gesicht gesagt zu haben. Und abgesehen davon weiß ich nicht, dass du mich wieder böse ansiehst und mich nach all den nur erdenklichen Details fragen würdest, wenn ich es dir auch noch erzählen würde, dass wir erst letzte Nacht auf dem Campus zusammengekommen sind. Sehr interessant. Das muss die Person sein, von der Chloe gesprochen hat, dass sie mit dem welchen weggegangen ist. Aber keine Chance, bei dem unteren Gekritzel da noch was zu erkennen, ne? Keine Chance, schade. Sehr interessant. Das war informativ. Aber, naja, vielleicht können wir Chloe irgendwann mal darauf ansprechen. I can't see Chloe playing with makeup. Ja, das hat wohl eher Rachel gehört, huh? Rachel Songs. I wonder if Chloe would ever make me a mixtape. Och, spricht doch nichts dagegen, oder? Rachel Songs, ja. Irgendwann mal, ne? So, was haben wir hier? Eine Flasche, die brauchen wir doch. Oh, there you are, little bottle. Trying to play hide and seek. Nimm sie mit. So, eine haben wir schon mal. Blue bottle number one. Four more to go. Eine Sammelquest, huhu. I want to die. Jeez. Who wrote this? Ich würde mal zu Chloe tendieren. Naja. So Rachel did go to a Vortex Club party. This flyer is dated right before she disappeared. Ah, okay. Gut zu wissen. Ich habe immer noch so ein Froschenhals, ganz schlimm. I don't want to intrude, but I was here. Chloe was hier. Rachel was hier. Ja, du gehörst dazu, komm. Now we're officially a trio. We just have to find Rachel. Genau. Wenn wir sie denn überhaupt mal finden. They would have gone all the way to Los Angeles for a rave. Looks fun. Warum auch nicht? Bewusstseinserweiternde Apokalypse, Samstag, 12. August 2013, Normandie Crew, DJ Tonio, DJ Nana mit Mädels Derby und Lasershow, Hollywood Place, von 20 bis 6 Uhr, $35 Eintritt, keine Minderjährigen. So, so. Ja, das hat anscheinend, ne, ich habe gerade gemerkt, oben links. Ihr habt mich übrigens auch aufgeklärt, ich soll da ein bisschen drauf achten bei Gesprächen. Wenn da oben links was kommt, dann habe ich eine neue Gesprächsoption. Und das sollte ich vielleicht in Zukunft beherzigen, eventuell zurückspulen. Ich werde mir das
diesmal, also ab jetzt, gut merken. Gut, wie dem auch sei. Oh Mann, ja, die hatten Spaß hier, man merkt das schon. Toller Platz zum Abhängen. Gut, für mich wäre es jetzt nichts, aber warum nicht? So, hier noch, ne, das haben wir schon angeguckt. Ich habe noch kein Bild gemacht. Ich habe noch 4 Flaschen suchen, ich glaube es ja nicht. Aber ehrlich gesagt habe ich auch nicht so 100% nach Flaschen geguckt, eher nach auffälligen Dingern. Und jetzt juckt wieder meine Nase wie so ein... Ah! So. Mann, Mann, ich habe heute nur Wehwehchen, ihr merkt das schon. Nope, I don't want to go there. Und sie auch. Okay. Ja, schön. Na, Waschmaschine, wie lange stehst du schon da? I wonder how many generations of fashion went through that washing machine. Wahrscheinlich einige. Nummernschild, ich muss auch noch ein Schild finden. Ach Mensch. Das könnte doch bei dem Haufen hier kann das wirklich überall liegen. Was haben wir denn da? This is the scariest thing here. Wieso ist das gruselig? Jetzt kommt schon wieder ein Zug. Na gut. Gibt's hier irgendwo ein Schild? Mit komischen Nummern drauf? Nee, ne? Ich sehe gerade keins. Das Autowrack haben wir uns schon angeguckt. Da hinten steht Chloe. Ich könnte ja auch mal zwischendurch mit ihr reden. Ah, 142. War das nicht, Ich habe noch eine Flasche übrigens gefunden. Look what we have here. A cute little bottle for the taking. Ah, da kommst du nicht hoch, ne? Stupid bottle. Das kannst du besser. Und jetzt schön auffangen. Oh, das willst du nicht machen, ne? Und schmeißt es wieder hin. Ja, okay, ich hab's kapiert. Mach's nochmal heile. So. Und wir haben hier eine Kiste. Das wäre vielleicht sinnvoller. Gut, ich hoffe, die Kiste ist stabil. Du sollst dir die Kiste nicht ansehen, du sollst jetzt da hochklettern. Du benutzt die jetzt schon, wenn ich auf Nehmen gehe, oder? Gut. Das war gar nicht so schwer. Nummer 2. Boom, only 3 bottles left. Boom. Ansehen, genau. Nein, ich will nicht zurückspulen, alles cool. It's hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. Und ich habe eine SMS von Warren bekommen, aber erst wollte ich ein Foto, glaube ich, machen. Nee, geht gar nicht. Naja, ich muss mal kurz aufhören. Einen Moment, bitte. So, da bin ich wieder. Ich habe doch davon ein Bild machen sollen, oder? Ist mein Gedächtnis schon wieder so doof? Nee, 142 von dem Bus. Ja, aber da konnte sie es jetzt nur ansehen. Ich stehe anscheinend falsch. Wie ich immer Rechtsklick für die Kamera machen will. Das ist noch so eine kleine Dreadout-Krankheit, glaube ich. So, ich gehe mal näher ran. Vielleicht? Nee. Das 142 da hinten, das lässt sie total unbeeindruckt. Ansehen kann ich es nur. It's hard to believe that was once on the road, filled with dozens of students. Gut, warum immer ich das auch nicht spulen konnte. Vielleicht irgendwie von der anderen Seite. Das muss doch gehen. Jetzt habe ich dieses blöde Schild schon gefunden. Jetzt, also ist ja kein Schild. Ist halt die Busnummer. Jetzt kann ich kein Bild. Schulbus. Hm. Warum? Wartet mal, ich erinnere. Ah! Perspektive ist alles bei Fotos, Leute. Perspektive. Prima. Fehlt ja nur noch das blöde Reh, aber das könnte natürlich auch erst später woanders kommen. Ach so, und ich habe ja das Reh, und das kommt ja definitiv noch, irgendwas von Warren bekommen, SMS, genau. Wo ging das jetzt schon wieder los? Das finde ich ein bisschen störend. Können die das nicht dahin positionieren, wo wir aufgehört haben zu lesen? Ich bin jetzt auch gerade nicht sicher, wo wir überhaupt angefangen haben, mit dem zu schreiben. Da, das habe ich gelesen, genau. Was geht, Max? Bin gerade beschäftigt. Ist Dr. Graham zu Hause? Wichtige Wissenschaftsfrage. Für dich mache ich Hausbesuche. Was los, Betsy? Ihr setzt seriöses Gesicht eines Wissenschaftlers auf.
Was weißt du über Relativität, Wurmlöcher und Zeitreisen? Jetzt bin ich also Dr. Wu oder Doc Brown? Für welchen Unterricht? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das gelesen haben, aber wir müssten es eigentlich schon gelesen haben. Ist ja schon seit gestern, ne? Ich habe noch nie Zeitwissenschaften Hausaufgaben bekommen. Und damit kenne ich mich aus. Ich erkläre es dir später im Detail, wenn du mir hilfst. Wenn wir schon von Zeit reden, meine SMS sind endlos und ich habe unendlich freie SMS. Ich mache dir eine Liste relevanter Bücher und Webseiten und Filme. Ich bin von deinen neuen Interessen in der Wissenschaft fasziniert. Du weißt, dass ich Sci-Fi mag. Denk nochmal gut darüber nach, okay? Hau mich jederzeit an, wenn du mich... Oh, ist das draußen ein Lärm, ey. Hau mich jederzeit an, wenn du noch mehr Fragen hast. Bis ich... ich bin in der TARDIS, um meinem DeLorean herzurichten. Sehr schöne Insider. Gefällt mir. Der TARDIS. wir werden sowas von affig. Nürnberg ist 95 Kilometer weg, also sollten wir um 5 los. Ja, verdammt, in deine neue Kisten werden wir das. Wir brauchen für den Drive-In noch Vorräte. Vielleicht gehen wir erst was Mittagessen. Hm. Ach, egal. Jedenfalls auf geht's, Affe. Zu spät. deren Beziehung ist schon lustig, oder? Wow, und es ist irgendwie voll knuffig, wie es Warren immer wieder probiert. Gefällt mir. Hallo, Boot. Wir hatten noch nicht das Vergnügen miteinander. So sad to look at a grounded boat. I wonder who owned that and where they are now. Ja, und eine alte Kamera. Die Kamera Obscura. Beyond repair. Rest in peace. Schade. Hättest du die Kamera mitgenommen, ne? Das Spiel gleich, na, schon gut. Ja, ich freue mich schon auf Project Zero 2. Flasche Nummer 3. Wir kriegen die zwei noch zusammen. Talk about finding a bottle in a haystack. Auch läuft doch. I wonder if Chloe thinks about her father when she looks at all these smashed up cars. Ja, gut, wer weiß. So. Wow, sir. That looks exactly like the same dough from my tornado vision. Ja, und es ist auch schon wieder so durchsichtig. Halt, ich will ein Foto von dir machen. The dough is the perfect photo op. Auf jeden Fall. Bleib. Ganz vorsichtig, nicht erschrecken. Foto. Cool. Schaut euch das mal an. Was hat's mit dem Reh auf sich? Was ist mit dem Reh? Hey! Reh! Ja, jetzt ist es weg. Okay, wir haben das Bild. Wir haben somit wahrscheinlich alle Bilder. Ich bin echt gespannt. So, aber nichtsdestotrotz fehlen uns noch zwei Flaschen. Hallo, Baumstumpf. Warum bist du so stumpf? Oh ja, Monolog. It's so quiet and primordial out here. I always feel like the forest is whispering to me. Like Arcadia Bay is trying to tell me something. I just have to figure out the message. Ach, ich mag diese Momente einfach. Diese ruhige Melodie im Hintergrund. Diese schönen Kameraperspektiven. Da will man einfach noch nicht aufstehen. Man will einfach noch ein bisschen... Ne? Ihr versteht schon. Schön. Eigentlich müssten wir so jetzt den Part beenden. Ja, das werden wir tun. Bis dann.